Sei auf deinen Reisen vorsichtig, Fremde. Dieses Land ist gefährlich. Kehr um, Fremde. Steinhall ist nur für Utaru. Da komme ich wohl nicht rein. Die Sonne leuchtet für dich. Das muss der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Ich sollte noch mal die Fakten durchgehen. Den Vertrag schnell lesen. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larens will ihre Panzerung. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf den Weg stellen, um die Herde zu über... Ich sollte mich ausruhen, auf die Herde warten. Das war der letzte Schuss. Konvoi. Er ist hier. Laut Larens Vertrag haben sie Fallen entlang des Durchgangs gestellt. Die kann ich benutzen. Hilfreich, wenn ich das im richtigen Moment treffe. Thank you.
heute für mich. Das verstaue ich für später. Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Wanda, renn durch. Es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Sehr schön. Ich kann die perfekte Rüstung bauen. Ich brauche nur die richtigen Teile.
Die Stürmerherde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Ich sollte mir den Vertrag noch einmal durchlesen, damit ich nichts übersehe. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. Nicht auf. Reichen. Wird Zeit, die Teile zu Laren zu bringen. Nehme ich mit.
Oh, perfektes Timing, Jägerin. Ich habe die Plündererkiefer für dich. Ah, sehr schöne Bauteile. Hier, dein Lohn. Ich muss jetzt gehen. Ich warte hier auf die Teile. Hey, Leute, suchst du nach ein paar Beuteteilen? Grüßt. Diese Beine wurden zum Springen gemacht. Und zum Treten, kein Zweifel. Thank you.
Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Ich bin anscheinend bei der Funkbarke, die meinen Fokus entdeckt hat. Hier ist Flugzeug 95 Yankee. Wir wechseln zur neuen Position und werden... Da unten! Im Meer! Kann nicht sein! Laut Prognosen sind sie 200 Meilen entfernt! Aber jetzt sind sie hier! Schnell! Bring uns in die Nähe! Wir müssen... waren zur falschen Zeit am falschen Ort und haben den Preis dafür bezahlt. Sie wollten überleben, als Pharaohs Maschinen alles Leben vernichteten. All diese Leute starben wegen eines Egos. Da sendet noch eine Funkwacke auf derselben Frequenz. Mit Schockmunition ist die Maschine schnell erledigt. Rebellen, wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten. Den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Sicher?
Hier liegt eine Leiche. Findet den Täter. Augen auf. Ich glaube, hier ist ein Eindringling. Leiche. Langsam. Ganz ruhig. Zurück auf eure Posten. Eine Patrouille soll die Leiche abholen. Okay. Wow. Gehen wir zurück und warten, bis die Gefahr vorbei ist. Dann kann der weitergehen. Schön leise. Ich glaube, ich sehe was. Dieser Soldat mit der schweren Waffe. Das muss der Boss sein. Es muss doch Hinweise geben. Ganz sicher? Ich sehe nichts. Wer war das? Du wirst für deine Taten büßen! Vernichtet sie! Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas los ist. Erledigt! Die Rebellen haben Verderber ausgegraben. Vermutlich für Überbrückungsmodule. Verderber. Wurden nach Ersatzteilen ausgeschlachtet. Mit dem Schlüssel kann ich bestimmt die Truhe öffnen. Sehen die Identifikationsmarken aus. Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich jetzt. Luft ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so.
Drohne. Ob sie dieses Gebiet überwacht? Vielleicht bringt sie... Daten. Aber wie komme ich da hoch? Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Simons Koordinaten scheinen zu diesem Tag zu passen. Hat der Hades auf noch einem Titan installiert?
hier ergibt eine kräftige Farbe. Das sind die Koordinaten, die Wesley seinen Scherben und Schrecken gab. Mal nachsehen, was die Eclipse vorhaben. Nur Verrückte würden bei so einem Wetter angreifen. Ich muss in diese Ruinen kommen und herausfinden, was sie vorhaben.
Da sind Leute. Utao, werden sie gezwungen, diese Ruinen freizulegen? Ich muss mich um die restlichen Eclipse-Wachen kümmern. Die Fremde ist hier! Thank you.
Signal ist gestört. Noch. Was hast du da drüben gesehen? Das waren alle. Jetzt muss ich in diese Ruinen. Ich kann dir reinhelfen. Was auch immer Vesri macht. Lass uns reden. Du da! Ich kann dir hochhelfen. Sie geht von der Seite nicht auf. Ist irgend so ein Spezialschloss. Eclipse-Bastarde. Das war's für dich! Also, Vesri hat tatsächlich eine Festung gefunden. Hör zu. Du willst die aufhalten? Du könntest über das obere Gerüst rein. Die Südmauer ist noch nicht komplett verstärkt. Vesri hockt auf der anderen Seite der Grube. Wer bist du? Und die anderen? Ich bin Yeth. Wir alle sind Utaru. Die Eclipse macht die Grenzen von Reinklang unsicher und entführt unsere Leute. Ohne dich hätte ich mich totgeschuftet. Die Eclipse hat dich entführt? Ja. Vor ein paar Wochen war ich Kundschaften, als sie mich fanden. Kundschaften? Naja, eigentlich war ich auf der Suche nach Schrott. Im Moment ist es in Reinklang nicht sonderlich schön. Gibt kaum Essen. Kaum was zu tun. Natürlich ist es tausendmal besser als das hier. Nächstes Mal bleib ich lieber daheim. Die anderen sind weggerannt. Kriegen die das hin? Die laufen nach Reinklang. Ich denke, die werden das schon schaffen. Ich sorge mich mehr um die, die noch drin sind. Die sind Schuften oder in der Zelle. Ich schau mal, ob ich sie finde. Weißt du, was mich da drin wohl erwartet? Eclipse-Schergen, Killermaschinen, gefährliche Waffen der Alpen. Was denn für Waffen? Was weiß ich denn?
Die haben mich immer nur verprügelt. Ihr Anführer faselt ständig etwas von der uralten Macht des Todes. Das klingt ziemlich übel. Du solltest wohl besser zurück. Und meine Chance auf Rache verpassen? Ich will helfen. Dann bleib hier und überlass das Kämpfen mir. Wenn ich da drin wen rette, freut er sich über ein freundliches Gesicht. Dann sei das Glück mit dir. Ich genieße wohl einfach das Spektakel. Mir hat mal jemand gesagt, in der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit in den verbotenen Westen.